Grüß Gott, liebe Zuschauer. Im Vorspann jeder Teleski-Sendung versprechen wir Ihnen Tipps und Training für Piste und Loipe. Und dieses Versprechen wollen wir natürlich heute auch wieder halten. Das heißt, wir werden Sie in kurzen Filmen über die Technik und Tricks beim alpinen und beim nordischen Skilauf informieren und Sie anschließend auffordern, mit unseren Skistars hier im Studio und unserer Familienecke natürlich beim Training daheim im Wohnzimmer mitzumachen. Beginnen wir heute wieder mit einer Spielform des Umsteigens, dem Innenskischwung. Dieses tänzerische Schwingen auf dem Innenski lockert den Skialltag auf. Das besonders bei längeren Schwungradien erforderliche Nach-Innen-Kippen verlangt ein ausgeprägtes Gleichgewichtsgefühl. Und das versuchen wir auch in der Skigymnastik. Charleston springen, also Wechselspringen von einem Bein auf das andere. Die Beine pendeln dabei unter dem Körper durch, das äußere Bein schwingt betont nach außen oben. Ah, ganz lustig mitspringen. Und locker bleiben am Anfang der Sendung. Show-Einlage zum Charleston in der Star-Ecke. Bisschen dabei bleiben. Das ist gerade das Richtige zum Aufwärmen. Für unsere Langlauftipps gibt es natürlich nicht so viele Varianten wie beim alpinen Skilauf. Deshalb kommen wir auf die Grundtechniken, das heißt auf den Diagonalschritt und die Formen des Doppelstockschubs mehrfach zurück. Und wir zeigen Ihnen jeweils einen anderen Film und andere Stars. Einer aber bleibt immer derselbe. Auf geht's, Seppi. Wenn in einer schnellen Spur der Doppelstockschub nicht mehr ausreicht, dann wird er mit einem vorausgehenden Beinabstoß kombiniert. Also Stöcke vor, gleiten auf einem Ski, Stockeinsatz und ziehen, vom Einbeinigen zum Beidbeinigen gleiten und weiterschieben bis zur Streckung. Schließlich wieder aufrichten zum erneuten Beinabstoß. Lars-Erik Eriksen, der Vize-Weltmeister aus Norwegen. Olympiasieger Alexander Savjalov aus der Sowjetunion. Und Juha Mieto, unser Studiogast aus Finnland. Ja, und die passende Übung dazu in der Skigymnastik ist Ihnen allen schon geläufig. Rumpf und Arme schwingen mit wechselseitigem Beinabstoß. Das heißt bei uns beim Aufrichten ein Bein nach hinten strecken. Und beim Zurückschwingen, also beim Stockschub, wieder beisetzen. Hochschwingen der Arme, also ein Bein nach hinten wegstrecken. Kräftig ausatmen beim Beugen und einatmen beim Strecken. Thank you.
danke. Bei unseren Imitationsübungen in der Skigymnastik versuchen wir, möglichst alle Bewegungen, die im Skilauf vorkommen, zu trainieren. Das Hoch, das Tief, vor und zurück, das Umsteigen von einem Bein aufs andere und das gleichzeitige Drehen der Beine. Und ums Umsteigen und das gleichzeitige Skidrehen geht's im nächsten Film. Gleichzeitiges Drehen der Beine beim Parallelschwingen. Und nacheinander drehen beim Umsteigeschwingen. Beim Umsteigen deutlicher Belastungswechsel von einem Ski auf den anderen, egal aus welcher Skistellung. Und hier gleichzeitiges Drehen. Beim Kurzschwingen mit deutlichem Hoch-Tief-Gehen. Rhythmisches Pendeln von einem Kanteneinsatz zum anderen. Unterstützt natürlich durch den Stockeinsatz. Bei großen Richtungsänderungen deutliches Umsteigen. Und bei kleineren Richtungsänderungen gleichzeitiges Drehen beider Beine. Kurzes Schwingen durch Vertikaltore, natürlich sehr sportlich und dynamisch. Und das trainieren wir jetzt gleich im Wohnzimmer, indem wir die Knie abwechselnd nach links und rechts beugen, die Füße bzw. Fußsohlen auf die Kanten stellen. Gleich alle mitmachen. Denken Sie vor allem an das Kantentraining, das uns ja auf die harten, eisigen Pisten vorbereiten soll. Ja, nicht zu sehr übertreiben im Kantentraining. Jetzt ist es schön. Danke, das genügt. Entspannen wir uns ein bisschen. Locker auf einem, dann auf dem anderen Bein hüpfen und das unbelastete Bein ausschütteln. Ja, so ein Kantentraining geht ja wirklich in die Beine. Wenn wir die Kinder frühzeitig auf den Pistenalltag vorbereiten wollen, dann müssen wir sie auch fit machen für die Buckelpisten. Und wie man dieses Ausgleichen, die Ausgleichstechnik schon im Kinderskigarten lernt, zeigt euch Toni Seiler heute im Kinderskitipp. Ja, sehr schön. Skilaufen tun wir in erster Linie mit den Beinen. Mit dem Oberkörper tun wir eigentlich nur ausgleichen. Um die Beinarbeit zu üben und zu schulen, fahren wir durch die Wellenbahn. Und in der Wellenbahn bleibt der Oberkörper möglichst ruhig und mit den Beinen gleichen wir die Unebenheiten aus. Die typische Ausgleichbewegung, das heißt das Beugen und Strecken der Beine, können wir auch im Wohnzimmer auf dem Teppich üben. Beim Tiefgehen mit den Händen kurz den Boden berühren. Thank you.
es geht in die Beine. Jetzt machen wir es aber noch anstrengender. In den Hockstütz runter und springen zurück in den Liegestütz und dann wieder vor in den Hockstütz. Ja, bleiben wir gleich am Boden. Zum Skifahren gehört schließlich auch das Stürzen. Und wer da nicht reaktionsschnell und beweglich ist, kann sich leicht verletzen oder zumindest Probleme mit dem Aufstehen bekommen. Das trifft auf die heutigen Skifahrer ebenso zu wie vor rund 50 Jahren auf die Darsteller im Weißen Rausch. Hier gehst du vor Anker. Hier, nun mal los. Mensch, Fiege. Du blamierst doch die ganze Innung. Och, was ein Manöver. Nee, lass es mal sein. Du lernst es doch nie, das mit der weißen Kunst. Tschüss. Solche Situationen verlangen Reaktionsschnelligkeit und Beweglichkeit. Christa Kinshofer wird sich nicht gerne an diese Situation erinnern. Das war nämlich beim Weltmeisterschaftsslalom in Schladming. Ja, auch das Stürzen will gelernt sein. Wer reaktionsschnell und beweglich ist, kann sogar in ausweglosen Situationen einen Sturz korrigieren, wie hier Anton Steiner. Und wir trainieren das mit einer sehr anstrengenden Übung. Aus dem Kniestand abwechselnd nach links und rechts absetzen und mit Schwung wieder hoch. Wer allerdings Probleme mit den Knien hat, muss vorsichtig sein und kann natürlich die Arme zur Hilfe nehmen. Probiert es gleich mal. Schwung hoch, seitlich absitzen und mit Schwung wieder in den Kniestand. Ja, die Kleinen sind da beweglich. Das schaut so gemütlich aus, ist aber sehr anstrengend, wenn Sie es mal versuchen. Das genügt, bitte die Beine auslockern. Wie Sie inzwischen wissen, wollen wir Ihnen im Teleski auch immer wieder Tipps für gutes Gelände und Tiefschneefahren geben. Tiefschneefahren lernt man allerdings nicht im Wohnzimmer zu Hause, sondern nur am Hang. Und wenn Sie unsere Filmaufnahmen sehen, werden Sie feststellen, dass es sich lohnt, darauf hinzuarbeiten. Deshalb nochmal ein paar wichtige Tipps. Mit höherem Tempo dreht man im Tiefschnee die Ski leichter. Versuchen Sie Ihre ersten Tiefschneeschwünge in mittelsteilem Gelände, nahe der Falllinie, und bleiben Sie immer im Rhythmus. Tiefschneefahren heißt im Besonderen Spiel mit dem Gleichgewicht. Das heißt Andrehen in Rücklage, Steuern in Mittellage. Beim Andrehen entlasten, beim Steuern belasten. Innen- und Außenski werden im Tiefschnee möglichst gleichmäßig belastet. Vielleicht bekommen Sie bei solchen Bildern Lust, es selbst einmal im Tiefschnee zu probieren. Voraussetzung dafür ist allerdings eine gute Kondition
Und dafür wollen wir jetzt in der Disco-Ecke etwas tun. Ja, das Konditionstraining in der Disco-Ecke hat's ja wirklich in sich. Wie immer folgt nun eine kleine Pause mit einem Kurzfilm zum Thema SIS, Sicherheit im Skisport. Verunsichert werden Sie dabei durch das unmögliche Verhalten der Pistenteufel, die natürlich auch von vernünftigen Verhaltensregeln für Schleppliftfahrer keine Ahnung haben. Auch fürs Schleppliftfahren gibt es natürlich Tipps. Vor der Liftschlange rechtzeitig abbremsen, paarweise einordnen, nicht drängeln und vor allem auch nicht aus der Spur fahren. Beim Aussteigen darauf achten, dass sich die Kleidung nicht im Bügel verfängt und machen Sie bitte für den nachfolgenden Skifahrer sofort Platz. So geht's natürlich nicht. Nur Pistenteufel gefährden durch derart raubihaftes Verhalten sich und andere. Ja, leider benehmen sich nicht nur Pistenteufel so unmöglich. Vor allem beim Anstellen am Skilift scheinen ja viele Skifahrer ihre gute Kinderstube zu vergessen. Abgesehen von der Unverschämtheit ist das Vordrängen auch deshalb unsinnig, weil sie ja im besten Fall 2 oder 3 Minuten Zeit gewinnen. Und ob's das dann wert ist? Sie haben sicher schon bemerkt, dass wir die Skitechnik hier in sehr einfachen und leicht verständlichen Worten beschreiben und unbeschadet jeder nationalen Besonderheit. Und dass es sich nicht um einen kompletten Skikurs handelt. Unser Vorbild ist immer auch die Weltelite der alpinen Rennläufer. Erika Hess im Slalom. Fahren mehr auf beiden Beinen. Die dreifache Weltmeisterin bei einer perfekten Slalom-Demonstration in Schladming. Weltmeister Steve Mayer dagegen im Riesenslalom mit deutlichem Umsteigen.
haben sie hinter sich schon 1974 als Vize-Weltmeister im Riesenslalom mit perfekter Umsteigetechnik. Derselbe Schwung vom Skilehrer, sehr deutlich vorgezeigt, also demonstrativ gefahren, hier in Form von Skierumsteigen. So sieht Umsteigen bei langgezogenen Schwüngen aus. Und so beim schnellen Aneinanderreihen. In der Skigymnastik imitieren wir dieses Umsteigen, indem wir ganz locker seitwärts von einem Bein auf das andere übersteigen oder springen und dabei natürlich auch unser Körpergewicht wechselseitig verlagern. Gleich alles mitmachen, bitte! Und jetzt probieren wir es ein bisschen schneller vielleicht. Doppeltes Tempo. Ja, hin und her. Ja, und wer noch kann, macht noch ein bisschen weiter. Ganz locker bleiben. Und das genügt uns. Danke. Bei unseren Abfahrtsrenntests haben Sie bisher die Weltmeisterschaftsstrecken der Damen und Herren von Schladming und die Streif in Kitzbühel kennengelernt. Heute ist ein anderer sogenannter Klassiker an der Reihe, die Lauberhornabfahrt in Wengen. Franz Klammer gewann dieses traditionsreiche Rennen von 1975 bis 77 dreimal hintereinander. Und Harti Weirather siegte 1982. Wie immer vervollständigt Irene Epple unser Testpilotentrio. Und die drei zeigen Ihnen jetzt gleich mal, wie wir den Test jetzt dann durchstehen sollen. In der tiefen Eiform hocke und dabei wippen, die Beine also beugen und strecken. Nun, besonders hohe Anforderungen stellt in Wengen auch die Streckenlänge, denn auf der Lauberhornabfahrt ist man rund 30 Sekunden länger unterwegs als auf den anderen klassischen Rennstrecken. Wir zeigen Ihnen auch diese Strecke aus der Perspektive eines Rennläufers. Allerdings ist diese Filmaufnahme geschnitten und dadurch die Originalstreckenlänge etwas gekürzt. Unser Test dauert genau 2 Minuten und 18 Sekunden. Schauplatzwechsel also ins Berner Oberland. Startatmosphäre auf dem Lauberhorn bei Wengen. Nur noch 10 Sekunden bis zum Start. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Die Uhr läuft auch bei uns. Tief unten in der Eiformhocke wippen. Sie müssen, wie gesagt, 2 Minuten und 18 Sekunden durchhalten. Tempo machen da oben auf den relativ flachen ersten Hängen, auf denen die Rennläufer aber immerhin über 120 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit drauf haben. Die ersten 30 Sekunden sind geschafft. Es vor dem Hundschopf. Anfahrt Hundschopf, die berühmt-berüchtigte Kante. Dann die Minschkante. Wieder ein kleiner Sprung. Kurzes Flachstück, wieder Tempo machen, besonders tief in der Hocke. Fast haben wir schon eine Minute hier am Wasserschloss. Jetzt geht's Richtung Tunnel. Ja, dabei bleiben, tief unten wippen. Es geht in Richtung Haneckschuss. Geschwindigkeit fast schon 130 Kilometer pro Stunde. Und wir haben eine Minute und 30 Sekunden hinter uns.
Hier werden jetzt dann die Spitzengeschwindigkeiten am Laberhorn erzielt. Haneck-Schuss, über 130 Kilometer pro Stunde. Seilerboden. Fast haben wir schon 2 Minuten. Österreicher Loch hier. Zielnähe, noch 10 Sekunden. Das S vorm Ziel. Die letzte Kante. 3, 2, 1 und Ziel. Aufstehen, die Beine auslockern. Harter Test natürlich auch für unser Team. Ich hoffe, Franz Klammer und Hardy Weirather profitieren dann beim kommenden Lauberhornrennen von unserem Simulator und dem Renntest in Teleski. Ja, und auch Sie zu Hause werden hoffentlich von Test zu Test merken, dass Sie jetzt länger und leichter durchhalten. Vergessen Sie aber nicht, dass eine halbe Stunde Teleski-Training in der Woche an sich ein bisschen wenig ist, um wirklich fit in den Winter zu gehen. Also lassen Sie sich von uns anregen und tun Sie zusätzlich noch was für Ihre Kondition und damit auch für Ihre Gesundheit und Sicherheit beim Skilaufen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.